So. So. Gut. Also. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier so aussieht. Also, wo müssen wir jetzt hin? Hier lang. Hier waren wir doch schon. Habe ich doch Hallo gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Hallo. So, wer steht denn hier noch überhaupt an? Santa Claus. Ja, der kommt ja bald. Das war Santa Claus? Nein. Aber ist einer seiner Wichte. Wichte, 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 Wichte. Ich hätte das ja so gesungen. Wichtel, Wichtel, du musst wandern. Von dem Leben zu dem Tod. Ach, wie schön, ach, wie schön. Keiner kann die Wichtel sehen. Aber sie wollen doch gesehen werden. Das sieht echt lustig aus. Ist das ein Bohrer? Ja. Ja, das ist ein Bohrkopf. Gut, ich muss hier lang. Hier lang, mit meinem Ripper. Hier lang, hier lang. Er hat einen Ripper, Hä? Wieso muss ich jetzt hier lang? Du sollst in den Lift, du solltest doch auf die Ebene, wo ein Asteroid irgendwo festgehalten wird. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirfunterdecks. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Gut, sehr schön. Aufgabe inaktiv. Gut, dann gehe ich jetzt mal wieder dahin, wo wir vorher waren, bei A, ne? Da bin ich von B? Ne, wir sind jetzt bei B. Jetzt sind wir bei B. Sie hat ja gerade gemeint, komm mal wieder zurück. Hey, Alter, komm zurück! Willst du Stress? Komm zurück! So. Sind wir wieder hier? Müssen wir nicht hin? Nein! Aber warum kommt zurück, wenn ich hierher eigentlich... Das verstehe ich jetzt nicht. Ich soll runter. Du bist auf der falschen Ebene. Ja, das weiß ich. Aber warum ist dann kommt zurück? Ah, Deck C! Deck C war vorher nicht frei. Okay, das macht die Sache schon mal völlig anders. Deck C war vorher nämlich nicht frei. So, ich mit meinem Rapper. Ach ja, apropos der Gesang. Einmal wurde der Wunsch geäußert, dass wenn du mal einen Kanal hast, ne? Aus den ganzen, unseren ganzen Liedern, die wir hier uns vorgetrellert haben, einen Remix machen sollst. Oha. Was ist das denn? Staub. Vielleicht noch hier aus einigen Sprachpassagen etwas. Ja, so. Ja. So. Hier muss noch jemand geben. Hier muss es noch jemanden geben. Sie. Eigentlich wollte ich da noch gar nicht hin. Das Spiel entscheidet, wie du lang gehst, nicht du. Wow! Hast du es gesehen? Nee, mach's noch mal. Ja, ich hab's gesehen. Wo ist er? Da! Was ist das? Nimm das! Hyperaktives Teil! Ein hyperaktives Teil! So. Gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Von dort aus komme ich, ne? Ja. Nee. Von dort aus komme ich nicht. Aha. 1200! Ich glaube, wir haben genug. Muss ich eigentlich hier lang? Ja, ich muss hier lang, denke ich, in die andere Richtung. Ja, ist doch so. Machst du doch, wenn du zur Arbeit gehst. Dann gehe ich genau in die andere Richtung. Bei der Arbeit habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten. Ob ich nun da lang gehe oder da lang gehe, das ist Wurst. Ich glaube, ich nehme den mit. So. Fallen. Und tritt drauf. Der Imbo, der macht ganz gerne Stampf, Stampf, Stampf. Stampf, Stampf, Stampf. Oh, stampfen! Siehst du, gute Sache, dass ich hier gestampft habe. Das war gerade nämlich eine Niete. Eine Niete war Monster. Monster. Okay, will ich jetzt nicht
will jetzt nicht näher drauf eingehen. Monster sind nicht nieten, aber egal. Eine Werkbank und eine Batterie. Und ein bisschen Neues. So, die Batterie nehme ich jetzt noch nicht weg. Da drüben blinkt was. Da drüben ist ein Shop. Ich möchte zum Shop. Ich möchte zum Shop, zum Shop, zum Shop, Shop. Zum Shop, zum Shop, ein Speicherstand. Zum Shop, zum Shop, zum Shop, Shop. Dann wäre es nicht mein Shop. Nee, dann hätte ich ja gesagt. Mein Shop, der hat drei Ecken. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Okay. Ich habe gesehen, was Sie mit den Leichen machen. Was Ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Okay, ja. Der hat sich selbst verstümmelt. Auch eine Option, absolut. Aber eine schlechte eigentlich, glaube ich, oder? Eine gute, weiß ich nicht. So. Eine Gewissensfrage. Ja. Davon haben wir keine Ahnung. Nee, was würdet ihr entscheiden? Hier vorm... Vom was weiß ich. So, Ripper Kling habe ich noch 13. Impulsdinger. Oh, es sind aber. Es fehlt ein bisschen was. Du kannst die 18 Impulsprojektile verkaufen und du hast dein Geld. Nein, habe ich nicht. Das ist ja das Problem. 450 reichen nicht. Weil 450 plus 475 sind nicht 0. Okay, dann habe ich mich verrechnet. Entschuldigung. So, jetzt kann ich ihn trotzdem kaufen, weil ich jetzt einfach Stase-Pack verkauft habe, weil ist Stase-Pack ich und Stase. Jetzt gibt's erstmal neue Wäsche. Jawohl! Jetzt im letzten Augenblick, wo du dein Outfit ziehst. Wow! Sexy. Also so wirklich neu sieht es jetzt nicht aus. Vielleicht an den Schuhen. Doch, du hattest vorher an den Oberschenkeln nichts. Dein Rücken hatte keine Kettenglieder. Und ansonsten war nur deine rechte Schulter gepanzert. Okay, jetzt habe ich noch 1000. Ja, jetzt habe ich noch 1900. 75. Ja, Midi-Pack kann ich mir nicht kaufen, glaube ich, oder? Nee, die sind schon zu teuer. Gute Sache, gute Sache. Feine Sache, gute, feine Gutes Sache. Gutes Zeug! Ja, ich habe jetzt, glaube ich, nur noch zwei kleine Medipacks. Ich habe die anderen alle verschleudert. So, dann geht's zur Werkbank. Werkbank! Wir gehen zur Werkbank. Zur Werkbank. Ich glaube, ich habe zwei Knoten, habe ich gerade gesehen. Hast du gerade Lonely angestimmt? Nein. Lonely, I'm still lonely. So, was wollten wir jetzt eigentlich als nächstes? Also, der Ripper könnten wir jetzt eigentlich im Endeffekt doch erweitern, weil ich ihn ja dann nutze. Wollten wir nicht was mit deinem Anzug machen? Also mit deiner Rig? Das müssen wir noch ein bisschen hin, ne? Stase, Chinese hast du gemeint, das reicht. Impulsprojektile, Kapazität wird er erhöht sein. Das könnten wir auch machen. Bei der hier haben wir sehr viel verändert. Da war jetzt die nächste Idee, eigentlich auf die beiden hier rauszugehen. Hattest du gesagt. Ja, mach mal das Teil fertig. Das haut dann richtig gut Kapazität rein. Oder Schuss? Nimm mal Schaden, meine ich. Nimm mal die beiden Knoten und mach einen Schaden rein. Dann habe ich aber keinen Knoten mehr. Du findest. Außerdem, du hast ja quasi gerade erst eine Tür mit einem Knoten entsiegelt. Also gut. Wird das in Ordnung gehen. So, meine Geheimwaffe. Ich weiß. So, ohne. Wow! Was ist das denn? Das hat mir immer. Du darfst dich hier einfach so mich stören, während ich an meiner Werkbank bin. Ein richtiger Mann wird nicht im Hobbyraum gestört. Auch der kann so viel werden. Du hast jetzt den Akku, den Quatsch, die Sicherung gezogen. Gut zu wissen, ne? Ja.
Weil, obwohl, im Endeffekt war das ja auch so, dass ich hier runter hätte können, ne? Ich denke schon. Ich glaube, ich nehme das Ding doch mal wieder mit und setze es doch wieder ein. Mach das. Ich dachte, jetzt kommt ein... Woher wusstest du das? Also sollte es ja etwas kommen. Weiß ich nicht. So, gehen wir hier rein. Bam. Und dann fahre ich mit dem Fahrstuhl runter. Oder hoch. Eher hoch. Aber das Holzfällerspiel müssen wir auch nochmal durchziehen. Ja, das habe ich aber am Anfang der Session ja gesagt. Das ist ja momentan nicht so weit ist, dass wir das durchgezogen haben. Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir das bei 100% machen. Wie viel Prozent wir jetzt haben, darf ich ja nicht sagen. Das Ding ist zu. Schlüssel. Sehr schön. Den Schlüssel kriege ich auf der anderen Seite bestimmt. Hast du das Ding gerade eingesammelt? Was? Da stand doch X. Das wäre mir neu, wenn ich jetzt den Schlüssel hätte. Da. Hast du? Hat sie doch gesagt, du hast jetzt den Schlüssel und den Sender. Siehst du einen Knoten? Ja. Ah, das wollte ich nicht. Gut so. Das habe ich nicht gewollt. So, kaum benutze ich den Ripper, kriege ich absolut keine Ripper-Klingen mehr. Du hattest eine lange Zeit Ripper-Klingen gekriegt, jetzt übertreib mal nicht. Nee, aber jetzt ohne Witz, überleg mal, ich hab der benutzt jetzt den Ripper jetzt ein bisschen länger. So. Das ist ein Survival-Horror. Ich habe noch nie davon gehört, dass man in einem Survival-Horror immer Munition hat. Ja. Strahlen müssen deaktiviert sein. Ja, dann kümmere dich mal drum. Spring durch die Scheibe, Clear. Tot. Okay. Das heißt, diese beiden Dinger dort, die muss ich ausschalten, damit das Ding da in der Mitte... Naja. Du findest einen Weg. Gute Sache, gute Sache. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter und ich habe einen Knoten. Yeah, ich habe einen Knoten, ich habe einen Knoten. Heute bei Knoten-TV. Wie erkennen Sie Knoten? So, wo geht's hier lang? Ach ja, hier war ich. So. Ah ja, stimmt, da war, sollte ich eigentlich auf die andere Seite. Jetzt kommt Agent. Wow! Das Agent Keynetz, dann Respekt. Wow! Nein! Er hatte keinen mehr dran. Er ist unbewaffnet, aber nicht ungefährlich. Hä? Jetzt schieße den verdammten Arm ab! Und lass dich nicht verprügeln, der ist ungefährlich. Hä? Hä? Schon vergessen, Nekromorphe musst du zerstückeln. Ja, sonst aber... hast du sie zerstückelt, indem du ihm ihre komische Eiterblase da zerballert hast. Der hatte nun mal keine. Die ist, glaube ich, kaputt gegangen durch irgendetwas. Ah ja. Oh, es gibt Kiste. Medipack. Ja. Medipacks brauche ich momentan dringend. Hier lang. Ich weiß, aber da ist kein Saft. Du musst den... Ach, das Ding von da drüben wieder mitnehmen? Mhm, okay, dann weiß ich Bescheid. Also, hätte ich das, habe ich das also richtig gemacht, ohne dass ich wusste, dass ich es richtig gemacht habe? Du hast es zu viel. Ah, das Glucker da oben, ne? Was ist das? Was das Ding wohl wiegt. Ich kann es ja nicht sagen. Ich denke mal, so um die 30, 40 Kilo wird es schon sein. Das Ding, ich glaube, das Ding wiegt so viel wie zwei Waschmaschinen. Echt jetzt? Vermute ich mal. Ich meine, da muss richtig Strom durch. Ja, deswegen würde ich ja
sagen. Und es scheint aus Vollmetall zu sein. So, Licht ist an. Und damit können wir jetzt anfangen, ne? Jetzt geht die Story erst richtig los, was? Was? Das war alles Prolog. Ja! Final Fantasy, die ersten 30 Stunden sind Prolog. Und Tutorial in einem. Ja, jetzt kann das die Story erst richtig losgehen. Gut. Gott, das ist auch ein Mammutprojekt sein, die Final Fantasy Teile zu Let's Playen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Let's Player gibt, der das gemacht hat. Bestimmt. Ich denke auch. Ist das ein Locher gewesen? Schau ich gleich. Schauen. Okay. Sieht aber nicht so nach Locher aus. Schweig! Woher willst du wissen, wie ein Locher aussieht? Okay, hier ist nichts. Spinte. Die Spinne in die Spinte. Textlog. Guck ich jetzt mir erstmal um. Okay. Neuer Vlog. Neuer Vlog. Ist schon wieder soweit. So. Viel Spaß beim Lesen. Ja. Abbauplan. Ich hoffe, da ist jetzt hier keiner kommt. Wir sind doof. Ja. 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 Ja, 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 Jep. Schön. Schön, schön. Steht das da? Nee. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Immo zu dem Florilein. Okay, ja. Interessant. Ist interessant. So, ich habe Halbleiter gefunden. Hurra! Geld, jetzt kriegst du das ganze Geld. Da war noch einer. Ja. Jawohl. Dann Raucher. Ja. Kriegst du uns gut Munition jetzt? Und Kohle. Das heißt, ich kann mich auf einen epischen Kampf jetzt einlassen. Gut, also jetzt geht's hier hin. Epic Death Fight! Also hier lang. Obwohl ich nicht hier lang muss, möchte ich hier lang. Strahlung!